Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kingdom Hearts 3. In der letzten Folge haben wir gegen Niemand und Herzler so gekämpft und sind dabei auf Ansem und Xenos gestoßen, die eben der Meinung sind, damit wir Roxas wieder zurückholen können, müsste Sora sich der Dunkelheit hingeben und ja, weil das digitale oder das virtuelle Twilight Town, wo Roxas eigentlich lebt, nicht wirklich real ist und es könnten nicht der Niemand und der Jemand in einer Welt koexistieren. Aber sie sind gerade das perfekte Beispiel, weil Ansem und Xemnas sind ja auch Niemand und Jemand von einem, also von ihnen gegenseitig, ne? Und sie können auch gegenseitig, also beide zeitgleich erscheinen. Also entweder sie sind beide einfach, also einer davon ist einfach nur ein Hologramm oder so. Jedenfalls kann ich mir das jetzt nicht anders erklären, aber gut. Dann haben wir das Bistro gefunden und haben das Dorf Stufe, also auf einen Stern gebracht und haben Remy eben mit Remy zusammen gekocht. Und Sora ist jetzt ein Meisterkoch. Ja, gut. Und unsere nächste Mission ist eigentlich: Erkunde die Welt. Wähle Küche im Hauptmenü aus. Ah. Die Gerichte, die du zusammen mit deinem kleinen Koch zubereitest, verleihen dir vorübergehend Statusveränderungen. Wenn du dich für die Tage entscheidest, so. Dauer 29 Minuten. Okay, gut. Dann würde ich aber sagen, gehen wir mal zurück. Ja, wir möchten die Weltkarte verlassen und weil wir haben momentan nichts Neues zu tun. Vielleicht können wir in eine neue Welt reisen? Fragezeichen. Ich bin mal gespannt. I'm sorry I left without saying goodbye. Did Master Yensid tell you? I'm training to become a Keyblade wielder like you. That's right. No more waiting for you to come back from your adventures. I want to get out there and do my part to help. Merlin has used his magic to bring us to a place where time doesn't matter. We can take as long as we need to complete our training. He's an amazing wizard. Oh, and by us, I mean me and Lee. He's really sorry for all the trouble he caused. I told him it's fine, but he won't stop apologizing. I'll admit I was a little scared of him at first, but I've gotten to know him better. All he ever wanted was to help his friend. Honestly, it's hard not to like him. Every now and then, I catch him staring at me. When I ask what's wrong, he says, "I'm not sure. I think I'm forgetting something. Don't know what. Sora, I think it may have something to do with you. Your journey is all about helping people. Some that you've never met before, and some like Lee that you have. They're all counting on you. It won't be easy, but I hope you'll remain the happy and cheerful Sora I know. There's no heart your smile can't reach. What's wrong? Huh? Nothing. Sorry. Lee. What? I am. A letter? Yep. To Sora? Technically, yes. But I won't send it. It's more for me. Ask Merlin. He'll deliver it for you. Yeah. But it's okay. I just like talking to Sora. Even if it's on paper. Oh. Okay. Oh. Hmm?
Here. Ice cream? Really? Yeah, I asked Merlin to pick these up. You know, we did both summon Keyblades. Gotta celebrate. You're sweet, Lee. Nah. What? Nothing. I just... You're trying to remember what you forgot? Well, I, yeah. Yeah. So tomorrow, you and me in the ring. You ready? Of course. Don't hold back, Lee. Promise? Are you okay? Lee! Yeah. Sorry. You're crying. What's wrong? Something in my eyes. Lee. I'm gonna go. Sorry. Okay, but stop apologizing. Fine. On one condition. What? Call me Axel from now on. Got it? Memorized? Yeah. Okay, Axel. Aber wieso soll es den Axel nennen? Er ist doch gar kein niemand mehr. Und wieso schreibt Karen einen Brief, wenn sie ihn Sora nicht geben möchte? Oh, das ist auch so schön. So this is the place. Where Aqua fell into the realm of darkness after she dove in to save Terra. Yeah. She said he was acting strange. Strange how exactly? She sensed darkness in him. And they ended up getting into a big fight. Right. And in the aftermath, the two of them disappeared. Around the same time, the guards found a stranger with white hair lying unconscious here in the square. A man calling himself Xehanort. Das war Terra. Ansem the Wise took the stranger in, but that was a mistake. Xehanort betrayed his master, stole his research, and along with his fellow apprentices, separated his heart from his body. Xehanort's heart took his master's name, Ansem, and traveled to the past to give his younger self instructions. He even briefly had control of you. His empty body stayed in the present, took the name Xemnas, and founded Organization 13. Their goal was to prepare 13 vessels for Xehanort's heart. Until we put an end to the organization. But all the while, young Xehanort had been visiting the future to choose 13 vessels of his own. Hearts with strong enough ties to him to begin a new organization. The real Organization 13. And now they're looking for a fight with us. But what happened to Terra? I thought you said that Aqua saved him. Ist es in Ordnung, wenn ich jetzt sage, dass ich gerade null kapiere? Terra, nach dem Kampf zwischen Terra und Aqua im Birth by Sleep, ist Terra in die Dunkelheit geflogen. Aqua hat ihre Rüstung Terra gegeben, damit er wieder zurück auf die Welt kommt. Also nach Radiant Garden, und Aqua ist halt in die Dunkelheit versunken. Und sie haben Terra
Terra, Klammer auf, Xehanort, Terranort, dort auf diesem, wo sie gerade stehen, gefunden. Und den haben Dylan, hieß der Dylan und Lexeus und Xalten, ich sage jetzt einfach die Organisationsnamen, weil ich mir die anderen Namen nicht merken kann. Im Moment. Haben ihn gefunden und haben ihn mitgenommen. So, das hat er auch gesagt. Sie haben ihn mitgenommen und er wurde dann der Schüler. Also er nannte sich Xehanort, das wissen wir jetzt. Der hat er auch im Birthplace-Lied gesagt. Aber irgendwie ergibt das gar keinen Sinn. Wo ist denn Terras Körper hin, wenn der junge Xehanort dann auf einmal der Schüler von Anselm dem Weisen war und anscheinend den in zwei Sachen gespalten hat? In Xemnas und Dings? Und in Anselm? Was ist denn aus Anselm den Weisen geworden? Anselm den Weisen gab es in Kingdom Hearts 2 auch. Und dann gab es, und der richtige Anselm hat sich dann auch in Rico reingesetzt und Rico wurde dann auch zu Anselm. Ich blick grad null durch. Ich verstehe das nicht. Xehanort hat, sucht, okay, Xehanort sagte auch in der letzten Folge, dass sie sich halt ein neues Gefäß suchen müssen. Also ich nehme an, wenn Sora sich selbst wegtut oder Roxas einfach verschwindet, weil dann fehlt denn ja ein Gefäß. Okay, aber Xehanort hat denn auch? Und wieso dachte ich damals in Days, dass Xehanort der jemand von Xemnas ist? Bin ich blöd? Okay. Die Geschichte ist gerade sehr verwirrend, aber ich tu mal auf Fortsetzen. Vielleicht verstehe ich es ja dann. Vielleicht kann Rico das Geheimnis lösen oder Rico erzählt gerade irgendein Bullshit und ich verstehe es noch nicht. Yep, she did. The problem is, we didn't notice. You remember the end of the Mark of Mastery exam? When Master Xehanort made his grand return? That's the Xehanort I remember. He was already a pretty old man then. But how do you explain Ansem and Xemnas, his heartless, and his nobody? Isn't it strange how young they look? Why aren't they old men? It's because Xehanort was using a different body when the split happened. That face from the portrait I mentioned? It wasn't just some stranger that Ansem the Wise took under his wing. It was the young man whose body Master Xehanort possessed. Das ist Terra. Oder? Das ist Terra. Das ist Terranort, oder? Das ist gerade ganz schön abgefuckt, oder? No way. That was Terra? Master Xehanort was using Terra? Yep. Master Xehanort told us another on our list belonged to him. He was talking about Terra. Turns out, Aqua saved more than just her friend that day. Okay. But Master Xehanort is an old man again now. Where did Terra's body go? It's 'cause Master Xehanort's collecting vessels! He claimed to have two of our seven lights. We got Sora back, but Terra must still be on Xehanort's side. He's with Organization 13? We should warn Sora. Yep, and Merlin too! Yeah. Okay, ich kapier's. Danke, Mickey. Für die Erklärung, so versteh ich's. Ich muss ihm unbedingt... Also ich muss mir definitiv Dream Drop Distance anschauen nochmal, weil das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass Sora ja auch und dass Xehanort wieder aus dem Körper raus ist. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich hätte doch tatsächlich vorher noch mit Dream Drop Distance spielen sollen. Aber gut, dann werde ich mir irgendein Video angucken, wo halt die Szenen drin sind, damit ich halt ein bisschen kapiere. Okay, so. Wege neue Welten haben sich aufgetan. Um zu einer neuen Welt reisen zu können, musst du zuerst mit einem Gummijet
erreichen. Sobald du einmal dort gewesen bist, kannst du dich jetzt an diese Welt teleportieren. Das Bistro wurde freigeschaltet. Du kannst jetzt direkt von der Weltkarte aus das Bistro des kleinen Kochs besuchen. Denke daran, dass du zum Kochen erst genügend Zutaten benötigst. Der Gummiladen wurde freigeschaltet. Im Gummiladen kannst du Teile kaufen, die du zum Bauen eines eigenen Jets nutzen kannst. Okay. Oh mein Gott. Oh, das ist Bistro-Gummi. Ich kann hier doch speichern. Was sagt mir das denn keiner? Dann hätte ich das damals gar nicht nachspielen brauchen. Okay, schauen wir mal. Wir haben Olymp. Wie viel Schatz drin? Spielzeugkiste, Kampfstufe 12. Okay. Das ist eine neue Welt. Ist das... wie hieß das? Ich weiß es nicht mehr. Toy Story? Da haben wir alle Schätze. Und was ist da drüben? Königreich von Corona. Okay, ich glaube, wir gehen erstmal da lang. Wie lange nehme ich denn jetzt schon auf überhaupt? 16 Minuten? Ja. Gut. Dann fliegen wir. Eine Weltkarte zum Aufbrechen. Du fliegst hier los. Twilight Zone, ja. Gut. Ja, ich nehme den Highwind wieder. Ich habe mir jetzt keine neuen Gummistiefel gekauft. Für was auch. Wäre ja nicht so nötig, ne? Ich weiß immer noch nicht, wie ich Fluss fliege. Was kann ich irgendwo? Informationen. Gummihilfe. Ah, okay. So fliege ich. Also ich muss es gar nicht gedrückt halten. Konstellationen. Das sieht aus wie so ein Bomber aus Final Fantasy. Du wirst auf deinen Reisen immer wieder auf eine Sternkonstellation stoßen. Drücke Dings, um sie zu verdrücken. Ah. Warte, damit schaltest du nicht nur neue Gummimissionen frei, sondern du erhältst das Belohnung außerdem einen Bauplan für von dir gefundene Konstellation. Was soll denn hier jetzt eine Konstellation sein? Hä? Ich sehe keine. Das Zweiton, was passiert, wenn ich mit irgendwas kollidiere hier? Ich weiß es nicht. Ich wüsste doch nicht, wo da was sein sollte. Oh Gottchen, oh Gottchen. Ich bin, glaube ich, dezent falsch abgebogen. Na, egal. Nee, es könnte hinhauen. Oh Gottchen! Dann fliegen wir mal da rein, bitte. Ich finde das irgendwie cool, dass wir es jetzt nicht so richtige Gummijet-Missionen haben, so wie in Kingdom Hearts 1 oder 2 diese Flugrouten und einfach quer durchs Weltall fliegen dürfen. Das finde ich cool, da ist schon die Toy-Welt. Sind gleich da. Du kannst dich jetzt an einen neuen Ort teleportieren. Dankeschön. Einfach abschießen. Oh, was ist das? Oh, 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 oh. Ey. Was für ein Fiesling. Das wäre auch zu einfach gewesen, ne? Aua, hat mich getroffen. Oh, guck mal, der hat eine Lebens... Nein, 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 wow. Wow, 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 wow. Wo
Was tust du? Nein, 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 nein. Auf damit. Lass es. Auf damit! Kann ich auch so einen super Angriff? Nee, kann ich nicht, oder? Puh, der macht den ja voll weh. Ah! Bin ich Damage. Sorry, Headphone Users. Macht er wieder, ja. Nicht cool, Junge. Nicht cool. Ich finde es halt nicht so cool, dass man ihm so wenig Damage macht, aber okay. Vielleicht treffe ich ihn auch nicht die ganze Zeit. So, hör auf, dich dann down wegzubewegen. Ah! Stop it! Aua! Bin schon Das finde ich jetzt nicht so cool von dir. Nein! Aua! Das hat mich getroffen, ja. Och ma, aua! Au! Kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich hab Hunger. Ist überhaupt nicht fies, ne? Uah. Er hat nicht mehr viel. Er hat noch... Oh mein Gott. Geht es um Zeit? Nein. Zeit rennt noch auf. Oh. Aua. Aua. Er ist bald down. Aua. Ja, ich auch bald. Wenn ich nicht aufpasse. Ah. Kannst du das mal lassen, bitte? Ach, Gott sei Dank. Das war ein ekliger Kampf. Der war eklig. Neuer Rekord, dankeschön. Darf ich jetzt in... Du hast eine neue Auszeichnung erhalten. Okay, kann ich jetzt starten und... Was heißt das da? Nein, da will ich nicht hin. Ich verstehe das nicht, was das Grüne heißt. Nein! Oh, kann man hier die... Vertikal, horizontal. Danke. Ich... Oh, ja, ich möchte in der Spielzeugkiste landen. Hört sich auch irgendwie falsch an. Hallo Welten, hier spricht Sora, das hatten wir schon. Und ich und die zwei halben paar andere Portionen. Ja, ja, das... Der Esel nennt sich zuerst Sora, gell? Ah, gut. Dann würde ich sagen... Es sind 23 Minuten. Nee, wir können noch ein bisschen spielen. Was? Was ist das? Hä? Warum sieht diese Person aus wie Noctis? Hä?
Was? Was ist das? Gehört das dazu? Oh, okay. I was watching that. Sorry. But this is no time for television, Rex. Gotta say, that Giga's pretty impressive. Really? I liked his aura most. Woody, what gives? Shh. Are they back? Shh. All right, guys. Today we teach those mask intruders who's boss. Is everybody in position? Wait, hold on. I don't think I'm emotionally prepared. Would you calm down? Don't worry, I got you covered. It's go time. Heißt das nicht Showtime? Toybox. Spielzeugkiste. Wie hieß der Film? Ich weiß es nicht mehr. What Toy Story. World? Where are we? Hm? Oh my gosh, have we been shrunk? And look at us! You know what the magic is for? We have to protect the world order! Border? I said order! Gorge! Who's gonna protect the order from them? Headless! Okay, we go on three. One, two... Wait! What are you doing? Who are those guys? Wir sind die Retter des Richts, Lichts. Okay. Das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Solange nicht irgendwas mehr kommt mit... Hey, du musst einen freien Fluss einsetzen, damit du weiterkommst im Spiel. Ich hoffe, das wird nicht der Fall sein, weil sonst habe ich ein Problem. Ah, guckt mal, unten rechts, das Bild von Sora hat sich auch so spielzeugmäßig verändert. Interessant. Ich hoffe nur, dass man keine Probleme mit Pixar bekommt. Guck mal, unten ist eine Kiste. Einfach mal mitnehmen. Da drüben ist auch noch eine Kiste. Einfach während des Kampfes mitnehmen. Die Karte, ne? Ja, schön. Wenn schon, denn schon, ne? Ach komm, machen wir das Konterschild. Ich muss dann das Sternschnuppelschwert ausrüsten. So. Gut, dann machen wir hier Feentanz. Feentanz? Finale. Und tun hier ein bisschen Blitz spammen. Oh, Level 11, schön. Dann machen wir noch den Raketentanz hier. Und, oh Gott sei Dank, wir haben Stehaufmännchen gekriegt. Wenn dich ein Gegner in die Luft schleudert. Ja, ich weiß, ich stehe auf Männchen funktioniert. Dankeschön. Hätten sie mir ruhig schon früher geben können. Und wo bleibt mein Blitz? Are they new? Oh. Ja. Wait! Oh, oh, you look familiar! Huh? I know this! What? You're Zora! Huh? My name's Sora. Oh.
Stay back. For all we know, the intruder sent them. Yasora! Slow down there, Rex. We don't know them. But we can trust them. They're the number one selling heroes in the country. Yeah, and his mom must have bought them for him. Ham's right. Did you see how easily they took care of the intruders? I bet they're here to figure out why all our friends have gone missing and why Buzz's laser started actually lasering and all the weird stuff that's been going on. I mean, that's what heroes do, right? Let's not jump to conclusions. Gotta be smart, Woody. So you're Andy's new toys? Toys? You sure did a number on those intruders. Those are the Heartless. The bad guys. We've been fighting against those intruders for a while. I knew it! Okay. Huh? In that case, you're all right by me. My name's Woody. Put her there. Hey. Now, hold on. I'm Sora. Yasora! Actually, my name's Sora. And I'm Donald. Oh, I'm Goofy. And I'm Buzz Lightyear. Call me him. It's a real honor. And I'm Rex. I'm your biggest fan. In fact, I've been playing your game for months now, and I've already gotten you all the way up to level 47. But that Bahamut boss is really tough. Slinky and I can't figure out how to beat him. Oh, I wish Slinky and the others were here. They'd be so happy to meet you. All troops, at attention, sir! Strangers from the outside. Welcome. They're all toys? So that's why we look the way we do. Huh? Excuse me. You said that you've battled those intruders before. Tell us where and why. Oh, well, we are... No. Well, you must have come from somewhere. Take it easy, Buzz. What matters is that they got those intruders out of our way for at least a little while. No need to interrogate them. Yeah, Buzz. Woody's right. Noted, but still. Hey, have those intruders, the Heartless, been a problem around here? No, they just showed up a little while ago. In fact, those Heartless materialized right after all of our friends up and vanished. You don't think? Well, gee, it can't just be a coincidence. It wasn't always this lonely. One day we woke up and we were the only toys left here. Nobody's heard from Mom, Molly, or Andy. We keep waiting for Andy to come home. You really care about him. Yeah. He's the best friend that toys like us could ever hope to have. All right. We better start looking. Huh? Have you got any clues we can go on? Any other strange things that happened? Well... There's one thing. One big thing? Huge, sir! What thing? After everyone went MIA, the intruders didn't come alone. They arrived with a guy wearing a hood dressed in black just like you. As a matter of fact, he's the only other toy we've seen outside of you three. A black hood? But that would mean... The organization! You know who it is? Yeah, they're bad news. Seems like you have a lot of enemies. We may have a hunch what's causing all the weirdness. Would you mind if we handle this? I'm sorry, but we're not gonna leave this to you. Huh? If that guy had something to do with our friends vanishing, then he's our problem too.
we've got to work together. Right. So then, where can we find that guy? Sarge, any word from the recon team? The latest reports place him in town, sir, at Galaxy Toys. Then Galaxy Toys is where we're going. Sora, follow me. It's out the window and down the roof. Not so fast, cowboy. You seem pretty gung-ho about going. But shouldn't we stay here and wait for Andy? Well, you've got a point, but we've tried waiting. Look, if we go with Sora, we might find a clue. Are you with me, Buzz? Of course. Okay, let's move out. Come on, let's head over to the toy store. Andy's house. Aber nicht heute. Denn ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Kingdom Hearts 3 und in der nächsten Folge werden wir ein bisschen auf Hey, I think that's a lucky emblem. Toy Story drauf eingehen. Wo denn? Wo? Ich sehe keins. Aber gut. Also, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir Toy Box erforschen. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.